Hallo Freunde, herzlich willkommen mal wieder bei Chris Hilton Potente Gesundheitsküche. Ich wünsche euch allen noch ein gutes 2012, ein gutes und potentes 2012 und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Weihnachtsfeiertage sind vorbei, Silvester ist vorbei, der Alltag hat uns wieder. Der ein oder andere hat, so wie ich auch, den guten Vorsatz, ne, etwas wieder von dem Gewicht runterzukriegen, was man sich so angefressen hat, ne? Aber gleichzeitig, ja ganz wichtig, wollen wir ja auch fit und potent bleiben. So, deswegen wollte ich heute Fischfleischpflanzel machen. Also Fleischpflanzel sagen wir bei uns in Bayern. Ja. Buletten heißt es wahrscheinlich da oben irgendwo im Norden, bei den Preisen. Ne. Aber ich mache nicht nur Fischbuletten, sondern ich mache das Ganze in einen Fischburger. Ne. Sozusagen ein Fischburger-Sandwich. Diejenigen unter euch, die nur die Buletten machen möchten, können die natürlich gerne tun. Ne? Und das mit dem Kartoffelsalat essen. Und diejenigen, die es also bis zu Ende bringen wollen, so wie ich, die schauen sich das einfach alles an. So. Ganz wichtig, der Fischburger oder der Fisch, die Fisch-Sandwiches, die man sonst so kriegt, die sind ja gespickt mit frittierten Fisch und Remoulade, da ist alles drauf, was wir nicht wollen. Fett und Transfette und bla bla bla. Deswegen heute was ganz Einfaches, was schnell zu machen ist und super gesund ist und geil schmeckt. So, wir brauchen abgepackte Fischfilets. Wir machen heute so 6-7 Stück davon. Ne? Also ich brauche zwei Pakete von diesem Fischfilet. Ihr wisst ja, wo man die kriegt, überall wahrscheinlich. Wir brauchen 2 Eier. Wir brauchen Gewürzgurken. Wir brauchen eine Limette. Wir brauchen eine Zwiebel. Wir brauchen eine reife Avocado. Wir brauchen Kokosnussmilch. Wir brauchen ein hochwertiges Olivenöl, das erhitzen wir nicht, das darf also ruhig ein bisschen mehr kosten. Wir brauchen eine Prise Thymian, wir brauchen eine Prise Kümmel, wir brauchen, ich habe da jetzt Vollkornbrösel gekauft, ihr könnt aber auch normale Semmelbrösel nehmen, die kriegt ihr in jedem Discounter. Dann ein etwas günstigeres Olivenöl zum Anbraten, Pfeffer und Salz und für diejenigen, die das Sandwich hinterher aufs Brot machen wollen, ein Eisbergsalat. So, halt, ich habe was vergessen, mea culpa, den Senf. Ganz wichtig, möchte ich jetzt vorne wegschicken, es gibt ja Leute, die sagen, ich mag keinen Kümmel oder es gibt Leute, die sagen, ich mag keine Zwiebeln, weil ich morgen jetzt jemanden treffe und ich will da nicht riechen. Diejenigen, wie immer in meiner Küche, gilt ja schon immer, gilt auch im Jahr 2012, wenn euch irgendwas nicht schmeckt oder irgendwas wollt, ihr nicht wollt, dann lasst es einfach weg. So, wir fangen jetzt an. So, als allererstes schneide ich mal das Ciabatta klein und legt das schon mal auf den Toaster, damit es schön kross wird. Dann geht mir nämlich das schon mal nicht mehr blöd im Weg umeinander. So, das kommt jetzt erstmal auf den Toaster. Die Zwiebeln solltet ihr möglichst in kleine Scheiben, in kleine Stücke schneiden, also möglichst klein würfeln. Eine Prise Thymian, da also wirklich jetzt nicht übertreiben, ne? Nicht, dass es zu thymianlastig wird. Eine Prise Kümmel, den werden wahrscheinlich viele Leute weglassen, aber ich mag den Kümmelgeschmack komischerweise. Ich bin in den letzten Monaten richtig auf den Geschmack von dem Kümmel gekommen. Normalerweise könnte man da jetzt schon mit der Hand reinlangen. Ich versuche das aber so lange wie möglich zu vermeiden. Jetzt werde ich mal die Pfanne auf den Ofen stellen und die schon mal anheizen, weil danach sozusagen ich die Fleischpflanze direkt in die heiße Pfanne reintun werde. So, ich habe also die Fischpflanzel in,
in eine heiße Pfanne. Dazu habe ich das etwas günstigere Olivenöl genommen. Also das kann man durchaus mal hernehmen. Ihr solltet nur darauf aufpassen, wenn ihr Olivenöl oder sonst ein pflanzliches Öl benutzt, nicht über 170 Grad gehen, weil bei 170 Grad entstehen Transfette und die sind extrem schädlich und das wollen wir nicht. Und die Burschen, die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen brutzeln. So, hallo Freunde, die Leute, die öfter mal in den Kanal reinschauen, die werden feststellen, diese Kameraeinstellung haben wir noch nie gehabt. Und zwar geht es also darum, ich will euch jetzt noch kurz was zeigen, und zwar es geht um die Soße, die ist nämlich echt tricky. Es geht ja darum, dass bei den meisten Fischburgern oder Fischgerichten so eine ultra fette Remouladensoße dabei ist, eine 100 Gramm, was weiß ich, 10 Millionen Kalorien. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen eine, zwar schon, soll schon auch Fett drin sein, ist ja Geschmacksträger, aber soll auch gut schmecken. Und deswegen jetzt die Kameraeinstellung. Ich habe nämlich keinen Bock, gleich nochmal umzubauen. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was und wir machen eine echt geile Fischsoße. Einfach zu aufpassen, ne? So, ich habe einen Mixer und in den Mixer packe ich zwei Gurken. Da können wir ruhig großzügig sein. Wenn es drei sind, sind es drei. Dann kommt in den Mixer Kokosmilch. Ich habe euch ja zur Kokosmilch schon öfter mal was erzählt. Und auch heute ist es wieder so, dass ich die Kokospaste, wenn ihr eine Kokosmilch ohne Emulgator kauft, wird sie das Wasser absetzen. Und das ist aber genau das, was wir wollen. So, das benutzen wir nachher zum Verdünnen, je nachdem wie viel das wir brauchen. Dann geben wir Senf dazu. Dann geben wir Salz dazu. Dann, ganz wichtig, dann etwas Pfeffer. Mit dem Pfeffer könnt ihr diesmal ausnahmsweise ein bisschen sparsam sein. Also nicht zu viel Pfeffer. Der Grundgeschmack soll säuerlich frisch sein. Jetzt machen wir das erst einmal klein, damit wir noch Platz haben im Mixer überhaupt. Da kommt jetzt nämlich gleich noch was dazu. Da kommt jetzt nochmal erstens ein guter Schluck von unserem guten Olivenöl dazu. Und da braucht ihr jetzt wirklich nicht zu sparen. Und eine halbe Avocado. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Buletten umdrehen. Hört ihr die auch im Hintergrund brutzeln? Gut, so, jetzt packen wir also noch ein bisschen Avocado dazu. Leute, ganz ehrlich, so eine Fischsoße habt ihr noch nicht gegessen. Weltklasse. So, Freunde, jetzt noch ein kleiner Tipp an alle, denen die Fischsoße jetzt ein bisschen zu sauer ist vielleicht. Da kann man natürlich auch ein bisschen Zucker reintun, ne, nach Geschmack. Wollte ich jetzt hier halt allerdings nicht machen. Ich verspreche, da stinkt jede Remouladensoße ab. So, Freunde, der Rest ist Formsache. Wir haben die Fleischpflanzl, also die Fischpflanzl. Wir haben unsere vegetarische gute Soße. Ein gegrilltes Ciabatta und ein bisschen Salat. Gar kein Thema jetzt mehr. Ein echter Fischmeck. Viel Spaß beim Essen. Probiert's aus, schmeckt geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.